Are you listening? Damn. Wir sind hier mal wieder mit der Vereinsjugend an der Wupper und wir wollen mal schauen, was hier heute so geht. Wir wollen hier ein bisschen fiedern und ich werde euch mal auch wahrscheinlich heute mal die Montage erklären am besten, damit ihr das auch mal wisst, wie das funktioniert. In diesem Sinne viel Spaß in dieser Folge. So, wir nehmen uns im Prinzip unsere Hauptschnur, ziehen den Wirbel auf die Hauptschnur. Wahrscheinlich erkennt man da gar nichts jetzt drauf. War das der Zoom? Ja, das war der Zoom. Alles klar. Machen nichts anderes als einen großen Schlaufenknoten binden. Zweimal hier drum. Ziehen uns das hier schön zusammen. Machen das ein bisschen nass. Dann haben wir hier so eine Schlaufe gefunden. Kann man die erkennen gut. Jetzt machen wir das folgendermaßen, dass wir unten, wo die Schlaufe ist, binden wir wieder eine Schlaufe rein. Eine etwas kleinere aber. Zack. So. Dann haben wir hier unseren freilaufenden Wirbel, wo wir dann uns den Futterkorb dann einhängen können. Nehmen wir uns mal hier noch so ein Vorfach. Hier haben wir mal so eine Größe 12 gewählt. Mit so einem, wie viel hat das? 75 cm lange Vorfach. Wir nehmen uns das Ganze so hin. Und schlaufen das Ganze dann hier einfach nur in die kleine Schlaufe, die wir uns eben gebunden haben. Schlaufen wir das Ganze einfach nur ein. Schlaufe in Schlaufe. Dann können wir uns hier noch einen Blei dazu nehmen, damit das Ganze dann schön auf dem Grund liegen bleibt. So. Packen wir dann hier ein, zwei Maden noch drauf. Und dann hast du noch Futter da, kurz mal. Du hast jetzt kein Futter mehr, super. Ja, ne? Finde ich auch. Egal, das reicht ja, um das den Leuten zu zeigen, glaube ich noch. Dann haben wir unser Futter, was wir dann hier reinstopfen in den Futterkorb. Das restliche Futter. Eine gute Mischung. So, jetzt habe ich mich selber gehakt. Dann hier den Wirbel, wo wir dann unser Futterkorb einfach einhängen. So, zack. Oh, und dann haben wir im Prinzip schon unsere Montage eigentlich fertig gebunden hier. Sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Hier ohne Hundehaare, weil die ja hier überall rumliegen. Sonst weiß nämlich nichts. So, aber so sieht das doch ganz gut aus und kannst eigentlich schon im Prinzip alles fangen. Nasen, Barben. Wir haben uns hier die Stelle direkt unter der Brücke gewählt und der junge Angler füttert jetzt noch mal hier ein bisschen an.
Sachen sind gepackt. Jetzt geht's langsam nach Hause. Ein paar Fische wurden gefangen wenigstens. Hat mich mal wieder gefreut. Wieder viel zu früh aufgestanden, viel zu wenig geschlafen. Aber egal, Hauptsache mal wieder angeln. Wir machen jetzt langsam hier Schluss an der Wupper. Mir hat es mal wieder gefallen hier. Wir haben einige Fische gefangen, einige Grundeln auch. 2 Kilo ungefähr. Aber egal, wir haben dann wenigstens unsere Köderfischvorrat aufgestopft. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal wieder angeln.